Hallo und willkommen zurück in Minecraft. Leute, ich habe Dinge getan. Eigentlich habe ich nur die ganzen Screenshots, die ich gemacht habe, angeschaut und habe mir zwei Koordinaten rausgesucht, zwei bestimmte, in der Hoffnung, dass wir da etwas finden können. Jetzt muss ich mal schauen. 50.000 und 22.000, ob wir da was in der Nähe haben. Und die kommen hier erstmal weg. So. Denn das muss hier alles seine Ordnung haben. Ein bisschen zumindest. 50 und das wäre schon recht nah. Ja, ich glaube, näher habe ich gar nichts. Das ist schon das Nächste. Nee, das ist näher. Das ist näher, das denke ich. Ich glaube, dass ich da wirklich nur noch in diese Richtung fliegen musste. Ich habe da irgendwie was im Kopf, dass das so ging. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Vielleicht schaue ich doch lieber nach. 50.000 wäre da drüben. 50.482. Wie ihr vielleicht hört. Meine blöde Stimme, ey. Die weigert sich halt echt vehement zu funktionieren. Und das andere war 22.700. Okay, da müssen wir doch noch ein bisschen fliegen. Ah, da ist der Frostmaw. Ah, ja. Ja. Ich hoffe, dass hier nirgendwo ein Eisdrache ist. Den brauche ich gerade gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt habe ich einen Termin gemacht bei meiner Ärztin. So ganz vernünftigerweise. Und die hat heute Morgen angerufen. Ja, sie ist selber krank und wir müssten den Termin verschieben. So, wenn wir den Termin jetzt um 2 Wochen verschieben, dann bin ich nicht mehr krank. Also hoffe ich. Hoffe ich. Mir kommt das alles hier sehr bekannt vor. Was nichts heißen muss. Aber ich glaube, ab hier finde ich jetzt so auch hin. Wir haben ja jetzt Late Winter und ich habe das Gefühl, seht ihr das? Dass es hier jetzt zum Beispiel schon wieder wärmer ist. Also Late Winter ist tatsächlich, ja, ist tatsächlich schon wärmer als Midwinter. Sehr praktisch, sehr schön. Dann brauche ich wahrscheinlich weniger meinen Lavakübel. So, und ich muss noch mal schauen. Ne, ich muss noch. Ich muss tatsächlich noch ein bisschen fliegen. Irgendwann muss ich hier das Dach mal. Wisst ihr was? Ihr seht das nicht. Ihr seht das nicht, dass ich das hier tue, aber ich tue es. Ich nehme jetzt hier das Dach mit, weil dann brauche ich die Blöcke nicht selber craften und das ist so weit weg, das interessiert keinen, wenn hier die Landschaft zerstört ist. Auch wenn ich wirklich kein Freund davon bin. Ich mag das eigentlich nicht, alles zu zerpflücken. Aber das werde ich ja nicht ständig vor der Nase haben. Das geht. Irgendwie, jetzt wo ich dran denke, dass ich die Landschaft ja nicht zerpflücken wollte, tut es mir fast schon wieder leid. Aber es ist halt so viel einfacher, das hier zu farmen, als die Blöcke dann selbst, also Clay zu sammeln, dann zu brennen, dann zusammenzufügen. Und dann hat man aus 4 Claybröpseln auch nur einen Block gewonnen. Und hier, ne? Schaut mal, wie schnell das geht. Ich könnte jetzt oben das Holz wegnehmen und wir tun einfach so, als wäre das ein Flachdach oben. Sollen wir das so machen? Dann sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus. Andererseits, dieses Gerüst hier, das kann ja auch ganz nett aussehen. So, ich meine, das ist halt dann gewollt. Wir sagen einfach, das ist gewollt. Von uns ist das gerade gewollt. Schaut mal, jetzt habe ich schon 3 Stacks zusammen. Das ist halt, es geht so schön schnell auf die Weise. Ja, ich ziehe das jetzt noch durch. Es war nicht geplant, dass ich jetzt mit euch hier groß die Landschaft verstümmel, aber wir machen das jetzt. Ach, übrigens, wenn ihr das hier seht, sollte es Donnerstag, also frühestens Donnerstag 19 Uhr sein. Bis zu dieser Aufnahme habe ich es noch nicht geschafft, das blöde Modpack zum Laufen zu bringen. Und es ist so, ich will aber streamen. Voll, nein, ich streame nicht, nein, das mache ich nicht, nein, nee, weiß ich nicht. Und jetzt, ich will aber, weil ich mich da so drauf eingeschossen habe. Kennt ihr das? Also die menschliche Psyche ist da ja wirklich sehr, sehr interessant, dass wenn man sich mal auf etwas eingelassen hat, gedanklich, und sich das vorgenommen hat,
Obwohl man es vorher nicht wollte, ist es dann auf einmal total wichtig. Da gibt es sicher einen Namen für dieses Phänomen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Kriege ich da jetzt noch ein Stack zusammen? Na, wir schauen mal. Könnte ich hier. Oh, ich könnte die ganze Zeit. Ich glaube, ich muss irgendein Industriegebäude machen mit diesen ganzen Bricks. Jedenfalls wollte ich ja nie streamen. Ich habe immer gesagt, nee, streamen ist nichts für mich. Das ist nichts für mich. Und da müsste ich mich ja erst um die Technik kümmern, dass es funktioniert. Ich meine, gut, das muss ich jetzt auch. Jetzt habe ich mich gedanklich darauf eingelassen zu streamen und es geht nicht. Und jetzt bin ich so ein, nee, warum geht das denn nicht? Wobei das Streamen ging ja. Also die Probestreams, die gingen ja. Es ist jetzt nur dieses Modpack, das ich euch halt gerne gezeigt hätte, dass ich gerne mit euch zusammengespielt hätte, dass das nicht funktioniert. Und das ärgert mich schon ein bisschen. Ich habe ein bisschen rumprobiert und habe wieder ein paar Mods rausgenommen und habe geschaut, ob vielleicht nur eine Mod gerade inkompatibel mit irgendwas ist, und es mag nicht. Was ich noch nicht versucht habe, war danach den PC aus- und wieder einzuschalten. Haben Sie schon versucht, das Gerät aus- und wieder einzuschalten? Nein. Hatte ich tatsächlich noch nicht versucht. Jetzt war der PC inzwischen mal aus. Jetzt kann ich es nochmal versuchen. Ich habe dann auch in beiden Versionen noch mal ein bisschen rumgeschaut, also sowohl in der 1.19 als auch in der 1.20. Das einzig Schöne ist, dass ich das ja über Fabric mache und Fabric eigentlich die Fehler sehr gut ausgibt. Nur in dem Fall nicht. Also es kommt halt einfach nur, dass das Spiel gecrashed ist und die Mods angeblich schon tun, was sie tun sollen. Kann ich hier jetzt aufmachen? Nee, dann ist offen. Und er lädt auch, also er lädt auch bis durch. Und wenn er durchgeladen hat, dann stürzt er ab. Und ich weiß halt noch nicht, wie ich das reparieren soll. Und ich weiß, ich könnte bestimmte Leute fragen, denen will ich damit aber nicht zu sehr auf den Keks gehen, damit, wenn es mal wirklich drauf ankommt, dass sie mir helfen mit den Techniksachen, nicht schon total überstrapaziert sind mit mir. Versteht ihr? Man muss so sein Generve und Gequengel ein bisschen dosieren. Kriege ich da jetzt noch einen ganzen Stack? Ja, ich glaube schon, ich kriege einen ganzen Stack zusammen. Dann haben wir 10 Stacks mitgenommen. Wuhu! Sollte das nicht gehen, sollte ich es wirklich einfach partout nicht zum Laufen bringen, habe ich mir schon ein Ersatzmodpack zusammengestellt, das übrigens auch nicht läuft. Dann hätte ich euch nämlich Soundcraft gezeigt. Das würde mir auch sehr taugen und das ist dann auch etwas, was man einfach so nebenbei mal anspielen kann. Fliege ich gerade zurück? Nein. Es müsste irgendwo hier sein. Da hinten, da ist es. Da wollte ich mit euch hin. Naja, ich versuche weiter. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Das muss ja dann nur bis zum Abend irgendwie funktionieren. Ansonsten machen wir eine Just Chatting mit einem schwarzen Bildschirm. Ah. Soll ich das mitnehmen? Ich glaube, brauche ich das für irgendwas? Ich weiß nicht. Und da ist ja leider nichts drin. Also da war in früheren Versionen war da was drin, aber da ist ja jetzt offensichtlich nichts drin. Dann schauen wir hier mal rein. Hey, da ist ja was. Habe ich nicht irgendwann mal gesagt, vor kurzem, dass ich Spinnweben brauche? Ich glaube, für Squidgy wollte ich die. Jetzt nehmen wir einfach mal mit. Kann ich die eigentlich noch umfärben? Ich kann sie auseinandernehmen und habe dann. Die schwarzen nehme ich mit, die blauen nehme ich die auch mit. Ja, okay. Soll ich das hier mitnehmen? Ich nehme schon wieder lauter Klumpatsch mit und weiß dann nicht, wohin damit. Ich weiß nicht, warum ich die Sachen jetzt mitnehme. Habe einen spontanen Anflug von haben wollen. Du kommst hier hin und du kommst dahin. Das muss alles sortiert sein. So. Und dann schauen wir hier rein. Yeah. Und da ich das eh schon mitgenommen habe, kann ich die Spinnenweben auch mitnehmen. Jetzt könnten wir hier noch reinschauen. Ein Name-Tag, wuhu!
Aber ich sag's euch, wenn heute Abend, wo ich dann streamen wollen würde, heute Abend, wenn ich am Donnerstagabend, wenn ich streamen will, keine Stimme mehr habe, dann bin ich aber sauer. Ich verstehe das nicht. Ich weiß, ich jammer euch damit die ganze Zeit die Ohren voll, aber ich verstehe halt wirklich nicht, warum meine Stimme so komische Dinge mit mir tut. Die war doch schon, also sie war ja schon mal wieder gut. Dann habe ich diese blöde Erkältung bekommen. Okay, kommt vor. Da können Monster spawnen und ich habe gerade gedacht, da ist eins gespawnt. Dann probieren wir es nochmal auf Spawn. Soll ich den Kopf mitnehmen? Eigentlich brauche ich den ja nicht mehr. Ich dachte, hier wäre ein Spawner drin, aber hier ist kein Spawner drin. Irgendwas wollte ich jetzt noch. Irgendwas wollte ich. Ich wollte mir auf jeden Fall ein warmes Bettchen machen. Komm, räumen wir es weg. Okay. Da hat mein Hirn gerade gesagt, wir überweisen nicht mehr. Jedenfalls würde ich halt. Ich verstehe meine Stimme nicht. Und das geht ja schon lange so. Das geht ja seit Wochen schon so. Egal, also unabhängig davon, ob ich sie schone oder also wirklich einfach tagelang nicht rede und mich warm halte und alles oder nicht, es interessiert meine Stimme nicht. Die ist einfach so. Ne? Was ich mit euch machen wollte, genau da, deshalb sind wir überhaupt hierher geflogen. Es gibt Katakomben, die wir bisher nicht gefunden haben. Ich hätte hier jetzt einfach mal nach unten gebuddelt und geschaut, ob da Katakomben kommen. Also ich weiß nicht, ob es so funktioniert, aber das war jetzt halt mein. Ist es sinnvoll? Nee, ich kann fliegen. Normalerweise, Leute, normalerweise buddelt man sich nie senkrecht nach unten. Denn wenn unten eine Höhle kommt mit Lavasee unten drunter, dann ja, tot. Aber da ich ganz schnell das hier machen kann und wegfliegen kann, wenn ich den geistesgegenwärtig bin, sollte das ausnahmsweise gehen. Ich würde nur bis Deep Slate machen. Wenn bis Deep Slate nichts gekommen ist, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja. Ne? Scheint nichts zu sein. Jetzt können wir uns noch hier so drunter buddeln. Ich weiß nicht, wie man die Katakomben sonst findet. Ich dachte, es gäbe oberirdisch quasi einen Hinweis darauf. Also, dass jetzt unter einem Friedhof eher Katakomben generiert werden. Und ich dachte, ich müsste mich. Also, die sind riesengroß. Die hätte ich auf jeden Fall. Wenn hier Katakomben wären, hätte ich die eigentlich auf jeden Fall finden müssen. Das nehme ich jetzt aber sehr dankend mit. Ja, aber die anderen Sachen. Die Steine brauche ich definitiv nicht mehr. Da habe ich inzwischen ein Void-Upgrade für meinen Drawer, damit die Steine gelöscht werden, weil ich so viele habe. Das machen wir nicht so. Okay. Macht nichts. Ich habe nochmal so einen Friedhof und no die Koordinaten dafür. Lalala. Keiner hat was gesehen. Und dann würde ich das andere auch noch ausprobieren. Moment. Da gibt es das Teil für den Stuff, das wir brauchen. Ach, es wird geflüstert, okay. Ah, ja, vergessen, dass ich das mit Silk Touch abbauen muss. Na. Hieks. Na, komm her. Also ich nehme jetzt die Spinnenweben mit, weil der Slot, der Inventory-Slot ja quasi eh schon belegt ist. Da kann ich es auch mitnehmen. Oh. Wir müssen irgendwann mal die ganzen Bücher lesen, die wir hier immer so fleißig sammeln. Nehme ich das mit? Muss ich keinen craften, wenn ich irgendwo was haben will. Nehme ich mal mit. Jo, sonst noch jemand ohne Fahrerschein? Da ist noch eine Hand. Soll ich den auch mitnehmen? Es sind 7 Eisen. Nee, ich habe eine Eisenfarm. Komm. Irgendwas läuft heute nicht ganz rund bei mir im Kopf, habe ich das Gefühl. So, alles mitnehmen, weil haben wollen. So. Das und das und das und das und das kommt da alles rein.
Und dann bringt uns das wohin? Ich bitte, wie? Warum denn so weit? Was? Da ist doch ganz bestimmt vorher noch ein Waystone in der Nähe. Warum willst du mich denn so weit nach Hause bringen? Das ist für was. Versteht ihr? Ich muss nicht wissen, was müssen. Ja gut, dann gehen wir von da halt wieder weiter. So. Und ich muss jetzt 17.000 minus 8.500. Na, ob ich da was habe. Ich hab. Ja, genau, ich hab dann einen Waystone direkt da, wo ich hin will. Das ist doch sehr praktisch. Jetzt muss ich nur schauen, in welcher Richtung das ist. Da ist ein Zyklop. Irgendwann, wenn ich mal lustig bin und mein Inventar komplett leer ist, was natürlich nicht so schnell passieren wird, aber dann werde ich euch mal zeigen, was der Zyklop mit einem macht, wenn man da hingeht und nicht aufpasst. Kopf abgebissen. Das Buch haben wir hier jetzt eigentlich schon. Ich glaube nicht, dass das ein anderes ist, ein neueres. Das sind halt wirklich genau dieselben Sachen drin. Dann nehmen wir mit. Hier unten drunter was? Ich meine, könnte ja sein. Ja. Hätte sein können. Hätte ja sein können. So. Dann war ich wahrscheinlich hier schon drin. Auch nicht. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Was haben wir hier? Mending. Dankeschön. Schlupp. Ja. So. Dann noch irgendwo Knochen, die ich mitnehmen will. Da gehen wir gleich rein. Sonst noch irgendwas außen rum? Scheint nicht so eine Riesenmotte. Schade, dass die Motten despawnen. Also habe ich jetzt so mitbekommen, dass die dann halt despawnen, wenn man die. Normalerweise sollten die das nicht tun, wenn man die in ein Fläschchen packt und dann wieder rauslässt. Sollten die nicht mehr despawnen, so wie bei den Tropenfischen auch. Wo kommst du denn her? Aber halt irgendwie doch nicht. Jetzt habe ich von den Ceramics echt schon richtig viel. Das ist sehr, sehr cool. Da kann ich ganz viele Sachen dekorieren. Ich Freude. Schade ist halt, dass man die nicht abbauen kann. Auch mit Silktouch. Was ist denn da hinten? Ist das nur. Ach, das ist nur ein Baum. Ja, ich weiß nicht, ob das Runtergraben hier was bringt, wie ihr seht. Wir versuchen es. Wir versuchen es mal da an der Seite. Und wir versuchen das mal hier. Hoffen, dass sich da was tut. Und wenn sich nichts tut, ich weiß nicht. Ich weiß aber nicht. Ich habe im Internet auch nichts gefunden, was erklärt, wie man diese Katakomben, diese unterirdischen, findet. So. Jetzt kommt gleich Deep Slate und dann. Ja. Jetzt können wir weinen, weil wir eben nichts gefunden haben. Ich buddel mich hier auch mal noch mal ein bisschen weiter. Ich habe halt jetzt echt gehofft, dass das vielleicht so funktionieren könnte. Ja, aber ganz offensichtlich funktioniert es so nicht. Oder ist es doch tiefer und es ist schon im Deep Slate drin? Sollen wir mal einfach ein bisschen tiefer gehen? Ich werde jetzt zum anderen nicht zurückgehen, um zu schauen, aber ich würde hier jetzt einfach mal ein bisschen tiefer gehen. We need to go deeper. Aber ich glaube es irgendwie fast nicht. Wenn doch, dann werde ich jetzt jeden einzelnen Friedhof umgraben müssen und schauen, ob da. Schauen, ob da was ist. Ja, da kommt doch nichts mehr. Wie tief sind wir denn schon? Ja, da kommt doch nichts mehr. Edelsteine kommen. Die nehme ich natürlich mit. Ja, da kommt nichts mehr. Da kommt nichts mehr. Oh. Ich bin wirklich geneigt im Spect. Ja, also tiefer geht's nicht mehr. Ich bin wirklich geneigt, im Spectator mal nachzuschauen. Aber wenn ich das im Spectator finde, dann
Wisst ihr, die Sache ist halt, dass ich mir dann denke, ja, aber das ist geschummelt gewesen und deshalb darf ich da dann nicht reingehen. Aber dann wüsste ich wenigstens, ob hier sowas ist. Sollen wir mal wenigstens nach, wir schauen wenigstens mal nach, oder? Ich weiß inzwischen, ich gebe das ja hier immer ein, ne? Also so. So gebe ich das ein, aber das muss man ja nicht machen. Man drückt F3 und dann F4. Man geht zuerst aus dem Chat raus, F3 und F4. Und dann kann man da wechseln. Und es ist nichts da. Also, da, jetzt weiß ich wenigstens, dass ich. Doch! Doch, es ist was da. Das sind die Katakomben, die ich euch jetzt nicht zeigen kann, weil ich das mit euch nicht ercheaten will, da reinzukommen. Das ist jetzt aber, das ist richtig gemein. Ich sage euch was, wir machen das so, wir fliegen erstmal wieder hoch und aus dem Stein, aus dem Fels raus, weil das geht so gar nicht. Dann gehen wir in Survival. Und wenn ich da doch reingehen soll, dann müsst ihr mir das jetzt sagen, ich gehe nicht rein. Das fühlt sich für mich zu sehr nach Cheaten an, weil ich ja jetzt nachgeschaut habe. Aber dann weiß ich das für andere, dass ich einfach ein bisschen buddeln muss. Oder ich muss einfach generell mich durch die Wüste, durch die Pampa buddeln. Hey. Hi, Leute. Hi. Ist das mein Waystone? Das ist mein Waystone, oder? Ja. Ja, nee, sag mir mal, ob ich das einfach so machen soll. Ich fliege jetzt hier mal weiter und mache das nicht, weil es mir zu sehr nach Cheaten, es fühlt sich zu sehr nach Cheaten an. Aber wenn ihr sagt, das ist okay. Ihr dürft jetzt einen Darfschein ausstellen. Wenn ihr sagt, das ist okay, dann würde ich das machen. Dann würde ich hier nochmal zurückkommen und nochmal so gucken gehen, würde ich dann. Ich könnte hier eigentlich gleich, wenn es warm ist, schlafen. So hier. Hier. Das Geräusper und Gehuste tut mir auch ein bisschen leid. Aber irgendwie halt auch nicht, denn wenn ich das nicht tun würde, dann würde ich hier im Schleim ertrinken. Ein Gutes hat das. Ein Gutes hat das Ganze, wie es im Moment ist. Es löst sich. Also es geht was vorwärts. Es. Ja, mindestens. Also es ist nicht so dieses trockene Husten, dieser Reizhusten, der ja total eklig ist. Wisst ihr was? Einfach weil wir es können. Oh Gott, dauert das lang. Ja. Ach, das ist ein Seeschlangerl gewesen, was da hinten hüpft, oder? Na, ja, wahrscheinlich. So, ich nehme das jetzt mit, weil ich es kann. Und weil das so schön weit weg ist. So weit weg ist es zwar gar nicht, aber es ist weit genug weg, dass ich bin heute eine Wildsau und verstümmel die Landschaft. Außerdem möchte ich ja selber auch noch einen Friedhof mit Krypta, Mausoleum und was weiß ich nicht alles machen. Und da brauche ich die Dinge ja. Und die müsste ich natürlich ansonsten selber craften, aber zum selber craften muss ich diese Corruption farmen. Und das dauert so ewig lang. Boah, ich habe, als ich hier stand, mir wird kalt, habe ich nur so im Augenwinkel da die Mühle gesehen und dachte nur, oh, da ist was Rotes. Ein Drache, no! Ja, schuhu, 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 hier. Wisst ihr, was ich mir gerade denke, von wegen Finden dieser Dinge? Es könnte doch auch sein, ich muss mal eben aufhören. Es könnte doch sein, dass hierunter auch so ein Ding ist. Ich meine, das sieht ja schon sehr. Sehr hinweismäßig aus. Sollen wir uns hier mal runterbuddeln? Also in meinem Kopf wird das Sinn machen, dass da unten so eine so Katakomben kommen. Bei Gravel möchte ich lieber fliegen, weil man da nie weiß, wann das absackt und wo das hinsackt. Ich weiß auch nicht, ich müsste vielleicht mal herausfinden, ob diese Katakomben ein eigenes Biom sind. Dann könnte ich hier auch. Moment, wir können ja schauen. F3. Snowy Plains. Okay, kein eigenes Biom hier. Wow! Da bin ich kurz ein bisschen erschrocken. Okay.
Ich denke nicht, dass hier was kommt. Sollen wir trotzdem mit F3 nochmal schauen, nur damit wir wissen, worauf wir in Zukunft achten müssen. Warum ist hier ein toter Zombie? Also warum war da ein Zombie? Ein toter Zombie. Warum ist der Zombie tot? Weil es sonst kein Zombie ist, ne? So, dann schauen wir hier jetzt ausnahmsweise auch nochmal nach. Nur damit wir ein Gefühl dafür bekommen, wo das spawnt. Hier ist nichts. Okay, also hat das wahrscheinlich nichts damit zu tun, ob oberirdisch ein Gebäude ist oder nicht. Da hinten ist ein Eisdrache, aber den hätte ich wahrscheinlich auch so gefunden. Da ist noch, was ist denn da? Da ist auch ein Drache. Moment, ich will nur wissen, was für ein Drache es ist. Ich glaube, ich will nicht wissen, was für ein Drache es ist, weil damit ich weiß, was das für ein Drache ist, müsste ich da rein. Na gut. Nein, den können wir jetzt auch nicht machen, weil das auch gecheatet wäre. Ich weiß, das ist voll doof. Und du hast gesagt, du zerstörst die Landschaft nicht und das machst du jetzt trotzdem. Und jetzt hast du da Bedenken, dass man. Ja, hab ich. Das ist ein großes Seeschlangerl. Das ist sogar ein sehr großes Seeschlangerl. Und ich glaube, dass dieses große Seeschlangerl hier die Felder abgemäht hat, ja? Hui. So leicht ernte ich das nie wieder. Die Krähen freuen sich hier natürlich auch. Hi. Wie erntet man am schnellsten Felder? Man nimmt eine Seeschlange. Kannst du bis hier runterkommen? Kannst du ja auch noch abmähen? Irgendwo? Ach, du machst so viel Krach beim Laufen jetzt. So. Ich will eigentlich die Samen. Moment, das geht, indem ich so mache. Nee. Shift? Nein, Shift war es nicht. Es war. Mit String Q kann man einfach einen ganzen Stack aus dem Inventar schmeißen. Das ist sehr praktisch. Das machen wir. Nein, das machen wir nicht. Da parkt ein Seeschlangerl bei euch. Kümmert euch doch mal darum. So, erfolgreich ablenken lassen. Was machen wir jetzt? Das Seeschlangerl parkt da tatsächlich. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Aber was nicht lustig ist, ist, dass ich, ich hätte euch so gern die Katakomben mal in aller Ruhe gezeigt. Aber ich bin so schlecht im Finden, ganz offensichtlich. Was ich noch schnell schaue, wo. Warum. Das bringt mich jetzt zum Forest Village. Das System habe ich noch nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich noch nicht verstanden. Wir fliegen ein bisschen in der Gegend rum und schauen, ob wir vielleicht nochmal einen Friedhof finden. Da sind Häuser. Wisst ihr, warum ich den Schnee noch nicht mag? Weil man da die Eisdrachen viel zu spät sieht. Und mit Eisdrachen, ihr wisst ja, Eisdrachen da sind jetzt nicht unbedingt meine besten Freunde. Weil sie mich aus der Luft angeln. Das nervt mich am allermeisten, dass die mich halt aus der Luft holen und ich dann nicht mehr fliegen kann. Und hallo? Das geht doch nicht. Na? Oh, drei Babypengerlinge. Vier Babypengerlinge. Ui. Da war aber jemand fleißig. Ist es nicht so, dass Pinguine nur ein Ei legen, also auch nur ein Nachkommen zeugen und so? Ich glaube, da war was. Ach ja, was wir noch machen könnten, was ich machen wollte, sehe ich jetzt gerade nicht hier. Die Weeping Angels, die spawnen ja anscheinend nur in diesem Schneebiom, dann unterm Schnee oder im Schnee. Und eigentlich sollten die aber so auch spawnen, zumindest in Höhlen, was sie bisher noch nicht getan haben. Aber ich meine, es ist auch bisher noch kein Hirschgeist gespawnt. Also irgendwas mit dem Spawnen der Mobs funktioniert bei mir nicht richtig.
Jedenfalls müsste es mir hier jetzt warm werden, wenn ich mich nicht irre. Genau. Jedenfalls buddeln die sich ja irgendwann aus dem Schnee aus. Das haben wir ja schon mal beobachten können. Und dann kann ich die schlagen und dann machen die hahaha. Ne? Wenn ich die so abbaue, müssten das doch normale sein und nicht im Schnee gefangen. Ich fliege jetzt mal zum Schnee zurück. Ob ich da mit denen irgendwas tun kann, würde mich interessieren. Also ich weiß, ich kann diese Engelstatuen machen. Werden die irgendwann zu Engeln, die Engelstatuen? Ich meine, mein kleiner Engel zu Hause, der ist ja noch sehr brav. Der steht da ja nur rum, so wie es eine Statue tun sollte. Das sind jetzt halt die anderen Viecher, die ich nicht so mag. So, hallo. Hallo. Ich finde es überhaupt nicht fair, dass du an mich rankommst und ich nicht an dich. Ja, komm mal mit. Komm mal mit. Boot, Boot, Boot. Das ist was. Wir klären das jetzt mal ganz anders. Komm mal her. 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 Hallo. Ich habe diese Technik auch schon mal mit einer Frostmaw probiert und das hat halt nicht funktioniert. Oh. Laut, aber erfolgreich getötet. Okay, was wollte ich eigentlich machen? Oh Gott, das war jetzt so laut, dass ich... Ich wollte schauen, dass ich die Engel hier rausbekomme. Wir tun jetzt etwas, was vielleicht nicht sehr gut ist, aber wir tun es. Kann man es hören? Ihr müsst jetzt mal genau hinhören, ob man hört, wenn die sich ausbuddeln. Buddeln. Der Engel, der hat mich jetzt angeschaut. Der hat mich vorher nicht angeschaut. Ich muss das Essen eben wegpacken, weil sonst die diebischen Möwen kommen. Okay. Merkt euch mal, wie die hier ausgerichtet waren. Die werden sich jetzt langsam zu mir drehen. Ja. Die Sache ist, dass mir schon wieder kalt wird. Ja. Und Nacht wird's auch. Vielleicht sollte ich schlafen, bevor ich hier mit den Engeln weiterspiele. Es ist gar nicht freezing. Wow. Stell dich doch nicht immer so an. So, okay. Dann wollen wir mal schauen, ob wir es hier rausgelockt bekommen. Ich muss halt wegschauen. Ich könnte mit F5 schauen, was die machen, oder? Oder wenn ich sie so anschaue, funktioniert das dann nicht? Sie scheinen nichts zu tun, oder? Also ich sehe nicht, dass die sich irgendwie bewegen. Oh mein Gott. Ich glaube, solange ich die auf dem Bildschirm habe, also solange ich die anschaue, tun die halt nichts. Oder drehen die sich jetzt doch langsam um? Ich will halt nicht hingehen. Was passiert eigentlich, wenn ich das hier mache? Kriegen da die davon Schaden? Sieht nicht so aus. Nö. Nö, die kriegen da keinen Schaden. Sind die jetzt wenigstens ein bisschen... Oh! Oh ja, der ist rausgekommen. Ich kann den nicht abbauen. Ne? Nee, ich kann ihn nicht abbauen. Ah. Okay. Ich kann mit denen also nichts machen. Ich kann auch keinen Engel quasi so mitnehmen, weil ich die halt... Das ist ja schon selected. Okay. Okay. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber das habe ich natürlich schon versucht. Und ich würde jetzt halt gerne noch schauen, was passiert, wenn die mich berühren. Wow. Okay.
Ich meine, wenn ich so hingehe, sollte eigentlich nichts passieren. Ich. Nee, solange ich sie anschaue, passiert nichts. Okay. Ich will nur schauen, ob er näher kommt. Schaut mal, die zwei sind jetzt heraus. Jetzt schauen wir mal, ob die. Moment. Ich dachte schon. Hey, der hält sich die Augen zu. So hässlich bin ich auch wieder nicht, Mister. So, jetzt machen wir das so. Nee, solange ich hinschaue und wenn es nur die Kamera ist und nicht meine Person an sich, passiert da nichts. Warum passiert da nichts? Muss ich die erst brutzeln, bevor sie sich bewegen? Komisch. Also wer Dr. Who kennt, der weiß, dass ich eigentlich schon längst in der Vergangenheit gelandet sein müsste oder tot wäre oder. Also die bewegen sich so schnell, wenn man. Bei Dr. Who bewegen die sich so schnell, dass man da gar nicht. Man kann nicht weglaufen. Man kann nur hinschauen und solange man hinschaut, sind sie Steinstatuen und sobald man wegschaut, das ist irgendwie quantenmechanisch so. Sie tun halt nichts. Hallo? 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 Nee, es funktioniert nicht. Ich finde das doof. Ich würde euch das gerne zeigen. Also ich meine, ich liefere mich denen ja jetzt quasi aus, aber. Da auch da. Ich meine, ich kann da direkt, ich kann da an die. Oh, er hält mich fest. Er hält mich fest. Funktioniert. Die hat mich gerade festgehalten. Gruselig. Ich probiere hier mit der Lava rum, wenn den Schnee wegschmilzt, ob dann sich noch irgendwas tut. Da, jetzt ist der auch raus. Aber ich meine, ich kann mich hier festhalten lassen, so, und dann wegschauen. Und dann passiert halt trotzdem nichts. Also, der hält sich ja jetzt die Augen noch nicht zu. Jetzt schauen wir da mal ein bisschen weg. Es passiert halt nichts mehr. Die Engel sind kaputt. Die sind. Moment, jetzt hat er sich aber. Der Vogel tut Dinge. Jetzt hat er sich die Augen zugehalten. Und ich bilde mir ein, dass die sich leicht zu mir gedreht hätten. Oder merkt euch mal, wie die ausgerichtet sind. So, jetzt schaut keiner direkt auf mich. Und jetzt drehen wir uns mal um und schauen uns den Himmel an und die Erde und schön hier und jetzt. Die bewegen sich nicht mehr. Die tun halt nichts. Ihr seid so langweilig. Aber es bringt keinem was, dass wir das tun, oder? Nee, die tun nichts. Die sind doof. Die wollen nicht mitspielen. Nee. Also ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich habe jetzt wirklich versucht, mich von denen erwischen zu lassen. Wow. Ja, na, verstehe ich. Und abbauen kann ich sie leider nicht, sonst hätte ich mir den Engel mit nach Hause genommen. Ah, jetzt sind noch welche rausgekommen. Na gut. Ich meine, es passiert halt nichts. Es ist langweilig, wenn da nichts passiert. Fliege ich jetzt? Wo fliege ich eigentlich hin? Fliege ich jetzt gerade wieder zurück? Ich glaube, ich fliege gerade wieder zurück, ne? Ja, schade. Halten wir fest, die sind langweilig. Ich würde die Mod ja jetzt echt gerne wieder rausnehmen. Die Sache ist halt nur, dass ich vorher alle Items und so. Also eine Mod rausnehmen, die etwas in der Landschaft generiert, ist immer ein bisschen schwierig, weil es dann Probleme geben kann. Deshalb ertragen wir es halt jetzt einfach, dass das. Dann sind halt unnütze Engel da und
Wisst ihr? Sehr, sehr doof. Ich könnte mal schauen. Nee, das mache ich nicht. Ich habe nämlich das mit der Solar Apokalypse oder Thaumcraft, da könnte ich ja irgendwelche Mods reinnehmen, die wir uns einfach mal gemeinsam anschauen wollen, die ich noch nicht kenne. Tatsächlich habe ich das auch getan. Ich möchte aber in der Solar Apokalypse möchte ich keine Magie-Mods drin haben, weil die da nicht hingehören. Dafür passen die sehr gut zu Thaumcraft. Da habe ich, irgendwas habe ich da, glaube ich, noch dazu. Apropos noch dazu. Ich habe drei Mods rausgesucht, die ich hier in diese Welt integrieren könnte. Nicht, also ich würde die nicht bezahlen, weil ich würde die ausprobieren. Also ich kann dazu noch gar nicht sagen, ob ich die überhaupt haben will oder nicht, weil die sicher. Also die sind keine Belohnung, so rum. Sie sind keine Belohnung. Sie wären nur eine Erweiterung für die Welt, damit wir was Neues zum Erforschen haben. Das wäre zum einen Ars Nuvo. Eine Magie-Mod, wo ich mir denke, ich wollte die schon immer mal testen und habe die nie getestet. Und das wäre vielleicht eine Überlegung, dass wir uns das zusammen mal anschauen. Ich würde da komplett blind reingehen, weil ich gar nichts davon kenne. Könnte also zu ein paar sehr lustigen Zwischenfällen führen. Die anderen beiden habe ich tatsächlich schon wieder vergessen. Ich wollte ja für die Solar Apokalypse Create mit reinpacken. Es macht leider. Erstens, es gibt so viele Add-ons dafür. So viele. Und in der Suche finde ich immer erst die Erweiterungen anstatt die eigentliche Mod. Ich meine, ich habe es inzwischen. Dann hat die aber Probleme gemacht mit Sodium. Und auf Sodium möchte ich eigentlich nicht verzichten. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich. Da noch irgendwas, also ich habe es jetzt erstmal rausgeschmissen, dann ging es auch erstmal, dann habe ich wieder ein paar Mods rein, dann ging es wieder nicht. Und ich weiß, ich sage jetzt kreuz und quer, was ich wo rein habe. Also Ars Nuvo wäre hier für diese Welt, für da, wo wir jetzt hier gerade sind. Create wäre für die Solar Apokalypse. Bei Thaumcraft hatte ich auch noch. Also Thaumcraft würde ich in der 1.7.10 spielen, also in einer sehr, sehr frühen Version. Ich bilde mir ein, dass in Life in the Woods kein Thaumcraft dabei war. Aber ich habe das immer, also ich habe das immer als Erweiterung mit dazu genommen. Jetzt wäre natürlich die Überlegung, Life in the Woods zu spielen und da Thaumcraft reinzunehmen und ne? Aber das sind halt dann doch einige Mods, die ich dann auch nicht unbedingt brauche. Also, da wäre die Vegan Option drin. Und das fand ich ja sehr cool. Wo man die ganzen Sachen, die man halt so möchte, wie zum Beispiel Leder, auch vegan quasi erzeugen konnte. Ha. Na toll, jetzt bringe ich mich selber wieder auf Ideen. Ha. Ein bisschen Zeit habe ich noch, um das zum Laufen zu bringen. Ich muss halt immer abwägen, ob ich nochmal was Neues anfangen zusammenzustellen. Denn so viel Zeit habe ich dann auch wieder nicht. Wir alle zusammen, also ich, die eventuell streamt und die, die eventuell zuschauen, werden noch überrascht werden, was da dann geboten wird. Weil gerade irgendwie nichts wirklich. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein, bitte lass ihn mir nicht gesehen haben. Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Nee, der sitzt da noch. So, nein, er soll mich nicht sehen. Moment, warum hat er mich denn nicht gesehen? Ja, oh, nee, das trifft nicht, das trifft. Ich weiß nicht, ob ich hoch genug fliege, um den Feuerhagel nicht mitzubekommen. Also ich weiß, ich hatte schon mal einen Eisdrachen. Da war ich so weit über dem Drachen geflogen und das hat den sowas von überhaupt gar nicht gejuckt. Der hat mich trotzdem aus der Luft geangelt. Tja. So, nee. So, weil ich ihn ja jetzt gleich nein, leer machen muss. Hui.
Und dann packen wir den Kopf hier rein und dann hat alles seine Ordnung. Der hat aber viel gesammelt, mein Lieber. Und nichts davon möchte ich mitnehmen. Also das Gold, ja, das hätte seine Berechtigung. Aber ich habe zu Hause ja auch noch eine Goldpflanze, darf ich nie vergessen. Ich kann ja alles anbauen inzwischen. Ich weiß nicht, ob das nicht zu OP war, das mit dem Mystical Agriculture, weil ich halt inzwischen alles anbauen kann. So, und was machen wir jetzt noch? Ich wollte gerade noch was jetzt. Ah ja, ich bin sehr gespannt, was ich dann mache am Donnerstagabend. Also, wenn ich am Donnerstagabend streame, dann werde ich bereits angefangen haben, wenn ihr das hier hört. Also macht das gerade überhaupt keinen Sinn zu erzählen, weil. Das Zeitkontinuum ist hier ein bisschen komplizierter. Und wenn ihr das hier nicht sofort anschaut, wenn es rauskommt, dann wird der Stream bereits gewesen sein. Ach, so schön. Jetzt gehen wir da noch rein. Wir schauen uns hier noch mal ein bisschen um. Das sind zum Beispiel Untote. Vielleicht finden wir hier ein paar schöne Edelsteinchen. Oder auch Halbedelsteinchen. Hier zum Beispiel ist ein Morganit, wird ein Halbedelstein sein. Warum das dann ein Halbedelstein ist, fragt mich nicht. Das hat doch alles nur damit zu tun, wie der Mensch das empfindet. Also. Klar, ich meine, der Mensch gibt die Namen und das hat immer was damit zu tun, wie der das empfindet, aber ich weiß nicht genau, was der Unterschied zwischen Edelstein und Halbedelstein ist, also wonach das kategorisiert wird, das weiß ich nicht. Könnte ich aber eventuell herausfinden, indem ich zum Beispiel Vicky frage. So. Es war jetzt hier nicht sehr aufregend. Hi. Nein, 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 nein. Ich bin kein Nabelkissen. Nein. Ja, ich kann es nachschauen. Die Sache ist nur 2 Meter. Es kann sein, dass ich dann kurz ins Bad gehe oder in die Küche und dann habe ich es wieder vergessen, weil 2 Meter, ihr wisst ja. Also ich kann mir manche Dinge halt nicht sehr lange merken. Dann schauen wir hier noch rein und wenn hier auch nichts Interessantes ist, dann gehen wir nach Hause. Ja, da ist ein Zombie, der ist aber nicht wirklich interessant für mich. Aber da wäre noch Edelsteinchen. Sobald es Frühling ist. Ich weiß noch nicht genau, nach welcher Aufnahme Frühling ist. Sobald es Frühling ist, müssen wir mit den Gartenarbeiten anfangen. Und zu Gartenarbeiten gehört dann aber auch das Drachennest. Wisst ihr, Drachennester gehören auf jeden Fall zur Gartenarbeit. Tja. Boah. Boah. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass es jetzt diese Dusk Emerald Ores gibt, gibt es die normalen Emerald Ores im Deep Slate nicht mehr so. Oder, also sie sind allgemein selten, das weiß ich. Aber irgendwie kommt mir das schon sehr wenig vor. Da geht's raus. Moment, bin ich da nicht vorhin auch rausgeflogen? Doch natürlich, oder? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Ich kann sogar in Höhlen im Kreis fliegen. Ach, wisst ihr, was noch passiert? Ich habe euch das in der letzten Aufnahme, glaube ich, sogar gesagt, dass Serene Seasons, selbst wenn man eingibt, dass die Season nicht durchwechseln sollen, sie trotzdem, also die Zeit trotzdem vergeht. Es gibt dafür auch ein Add-on, damit der Counter, der Tick-Counter oder was auch immer das ist, das richtig macht. Den habe ich jetzt nicht rein, weil ich mir gedacht habe, so, ja. Geht sicher auch so irgendwie. Wäre vielleicht jetzt doch ganz sinnvoll, den reinzunehmen. Was ich noch überlegen könnte, jetzt wo ich das hier gerade sehe, und da schreibe ich mir tatsächlich auch eben die Koordinaten auf, also ich schreibe sie mir auf.
Ich mach. Hallo? Hallo, Minecraft? Hallo? So ist das gut. So ist das brav. Dass ich mir etwas hole zum Spawner abbauen. Den machen wir jetzt eben. Und dann meine Mob-Farm mit Spawnern versehe. Oh, das könnte schwierig werden. Dann könnte ich in meine Mob-Farm nämlich auf jede Etage, in jedes Eck einen Spawner reinpacken. Und dann würde da mehr spawnen. Vor allem würden dann da diese Graveyard-Mods, Mobs, nicht Mods, Mobs spawnen. Ja, genau so dachte ich mir, dass das eben nicht funktioniert. Der schläft jetzt schon wieder. Ich will halt nicht so weit runter, weil der mich sonst brutzelt, wenn es blöd läuft. So, jetzt ist er wach. Jetzt ist er wach. Nein, 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 nein. Ich bin überhaupt kein Schisser. Ich will halt einfach nur nicht Aua kriegen. Genau, und dann könnte ich dieses Corruption besser farmen, nämlich bei mir zu Hause und müsste da dann nicht immer in dieses Häuschen reingehen. Ja, ich verstehe. Nee, das verstehe ich nicht. Da war doch schon ein Herz. Ich habe genau gesehen. Ach, das ist runtergefallen. Okay. Ich wollte gerade sagen, da war doch schon ein Herz gedroppt. Wo ist denn das jetzt hin? Wo ist das Herz? Da ist das Herz. Das nehme ich nicht mit. So, so. Und dann die noch. Was auch immer ich damit mache, ich weiß es noch nicht. Denn ich brauche ja einen Dragonforge von allem. Also ich kann. Das Lightning Dragon Steel kann ich auch nur am Lightning Dragon Forge machen. Das heißt, ich brauche auch wirklich von jedem alles. So. Versteht? Ich brauche alles. Und dann, wenn wir hier schon im Sumpf sind, schauen wir uns hier im Sumpf kurz um. Ja. Es sieht ungesund aus, was du da machst. Da wäre noch eine Boa. Boa. Sollen wir die mitnehmen? Nö. Da sind Arschgeigenvögel. Habe ich auch gesehen. Da gehen wir nicht hin. Da sind auch Arschgeigenvögel. Na gut. Meine Sumpf. Im Sumpf leben halt einfach die Arschgeigenvögel. Da wäre eine Hydra, aber diese Hydra. Ihr habt mich gesehen, oder? Ja, dann kommt mal mit. Ja, ich ziehe euch hier mal weg. Kommt mal mit. So, schön. Hier. Ja, kommt mal mit. Kommt mal alle mit. So, schön. Ja. Aua! Ich wollte die eigentlich nur wegziehen hier vom Sumpf, damit die über dem Meer sind und ich kann im Sumpf hier mein Unwesen treiben in aller Ruhe, aber jetzt sitzen die da bei der Hydra rum. So, dann kommt mal mit hier. Ja. Schön mitkommen, so ist fein, so ist das gut. Ja, so will ich euch. So. Bis ich euch weg habe, sind da hinten schon wieder neue gespawnt. Das geht so nicht. So, Hydra, die Sache ist halt, ja, jetzt ist sie im Wasser. Die darf halt nicht im Wasser sein, sonst kriege ich die nicht gekillt. Ich könnte sie. Wir lösen das ganz anders. So, wir nehmen die mit nach Hause und machen die zu Hause in aller Ruhe. So. Da ist dann auch kein Wasser. Ich könnte. Ah, es ist. Oh. Oh, das sieht lustig aus. Ich glaube, da möchte ich. Da möchte ich eine. Auch mit der Sonne, mit der untergehenden Sonne im Hintergrund. Das wird ein schönes Bild. Ja, sehr, sehr schön. Vielleicht lieber so. So. So mittig. Moment. So, so. Ich möchte die Sonne halt in der Mitte haben und trotzdem. So ist gut. So ist das gut. Was wollte ich sagen? Ich möchte in meinem Zoo ein Hydra-Becken haben. Punkt. Ich möchte in meinem Zoo ein Hydra-Becken haben. Und da es Late Winter ist, sollte ich jetzt hier schlafen können. Yay! In dieses Hydra-Becken kann ich ganz viele Hydra. Ich glaube, dass die sich gegenseitig angreifen. Ich weiß nicht, ob ich da zwei aneinander lassen kann.
Müsste man mal ausprobieren. Müsste man mal ausprobieren. Was sitzt da unten? Ach, das ist so eine Fledermaus. Ich dachte schon, hä, das sitzt doch was ganz Komisches da unten. Ja. Ich meine, wir sind hier relativ weit weg von zu Hause. Wobei es ginge, wenn ich hier jetzt einen Panda finden würde, einen braunen wohlgemerkt. Also da ist ein Panda, der ist aber nicht braun. Was bist denn du für einer? Schau mich mal an. Schau mich mal an. Hallo. Wün. Sie sind ein ganz normaler. Sie sind ein Normalo, oder? Den könnte ich jetzt. Ich glaube, dass ich den im Ei mitnehmen kann, oder? Ja, kann ich. Aber es kommt halt dann auch immer nur ein normaler raus. So, seht ihr? Immer. Ich kann das jetzt ein paar Mal machen. Wir machen das mal ein paar Mal, aber es kommt immer nur ein normaler raus. Ich nehme den trotzdem mal mit. Deshalb kann ich aber keine braunen Pandas in ein Ei packen, weil die dann halt zu normalen Pandas werden würden, was ich natürlich nicht will. Ich hätte ja gerne so, ich hätte gerne einen braunen Panda, weil die so selten sind. Ja. Das heißt aber auch, wenn ich einen finde, ich kann den anleinen, aber ich muss halt mit dem dann nach Hause fliegen. Nix Waystone. Und das ist halt so. Wisst ihr? Und da ist noch ein Dracheli, den machen wir auch. Es war halt dann so ein bisschen so eine Farm-Ausgabe heute. Kriegt der nicht mit, dass ich hier oben bin? Ich glaube, der kriegt nicht mit, dass ich hier oben bin, ha? Ah, und schon tot. Ja, das war ein bisschen unfair. Ich gebe es zu, es war ein bisschen unfair für dich. Es war eine ganz beschissene Situation. Und da muss ich echt mal schauen, dass ich mir einen Clip raushole von Habe Kerkeling als Evie van Dampen. Das ist eine ganz beschissene Situation. Das passt so oft. Das bräuchte ich unbedingt. So, und was machen wir hier? Hier nehmen wir uns die Dinger mit. Weil man die ja nicht. Die kann ich. Oh, es ist so laut. Die kann ich nicht. Die kann ich nicht craften. Und anbauen kann ich sie auch nicht. Deshalb muss ich die mitnehmen, wenn ich die mal zufällig sehe. Was ich natürlich nur sehr selten tue. Aber also ich müsste sie immer mitnehmen. Weil, was kann man damit? Kann man da eigentlich. Man kann die beiden Dinge machen. Man kann ein Glow-Item-Frame machen, ein Glow-Stick. Glow-Sticks sind eine tolle Sache. Und man kann damit beschriebene Sachen zum Leuchten bringen. Ist auch eine tolle Sache. Da hinten haben wir noch ein Kolosseum. Da bin ich letztens in der Nichtaufnahme vorbeigekommen und habe mir gedacht, wisst ihr, was ich komisch finde? Da ist ein Spawner. So weit, so klar. Aber wir sind hier unter freiem Himmel. Da dürfte doch eigentlich gar nichts spawnen, oder? Es spawnt ja trotzdem. Und dann kam mir, es spawnt ja eigentlich überall was durch die Spawner, obwohl es hell ist. Aber wenn man Fackeln aufstellt, dann sollte doch nichts spawnen. Und ich meine, die Fackeln machen es doch nicht heller als der helle Tag. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade für euch Sinn macht, aber für mich macht das tatsächlich sehr viel Sinn, dass der helle Tag, das Tageslicht, das Sonnenlicht heller ist als eine Fackel. Aber die Fackeln durch ihr Lichtlevel verhindern, dass etwas spawnt. Und die Sonne, die viel heller ist, verhindert es nicht. Da wäre mir jetzt fast die Pust ausgegangen. Dinge, über die man so nachdenkt. Halt. Halt. So ein Soundboard wäre vielleicht doch eine Überlegung, damit ich diesen Hall nachmachen kann. Da ist ein Nightmare. Darf ich das eigentlich anschauen? Ich darf es anschauen, aber dann kommt's rüber. Ich meine, das bringt ihm nichts, weil ich ja. Ne? Verstehe ich. Ich darf es anschauen. Ich meine, ich darf auch Enderman anschauen. Aber ich kann es auch einfach bleiben lassen. Oh, ein hübscher Flattermann. Der leuchtet ja direkt.
Oder liegt es nur daran, dass der... Na, da gehen wir jetzt noch hin. Du bist lebendig, ja. Und da war drin ein Rosenkranz. Ich mag die Mimics. Kann ich die einfangen in mein Ei? Kann ich Mimics, Moment, vielleicht kann man die auch machen. Nee, kann man nicht machen. Aber vielleicht. Kann ich hier vielleicht noch so ein Ding finden? Ich will da nicht hinterfliegen, weil die blöde Fledermaus mich dann nur nervt. Soll ich die Fle Alles, was mich stört, einfach mal einfangen. Ich muss beim nächsten Mimic mal schauen, ob ich den da reinbringe. Dann ist halt noch die Frage, was genau ich mache. Weil die müssen ja auf jeden Fall dann hinter eine Glasscheibe. Also die kann ich ja. Vielleicht ist eine Mimic jetzt nicht so praktisch. Es gibt eine Mimic-Mod, wo man Mimics auch für sich selbst haben kann. Also die man quasi selbst baut oder zähmt oder was weiß ich. Das wäre ja. Das ist ein Ozelot. Aber Ozelots habe ich schon. Aber das wäre ja sehr lustig, aber das scheint hier mit dieser Mod nicht zu gehen. Da war auch zu viele Gedanken auf einmal. Ich überlege gerade, ob ich die Mimic-Mod austausche, aber das ist halt so, da wo die jetzt schon generiert sind, das sind die halt auch schon generiert und weiß ich nicht, ob es da nicht wieder Probleme gibt. Ich könnte die andere Mimic-Mod, wo man die Mimics zähmen kann oder wie auch immer, zusätzlich dazu nehmen, aber das ist dann ein bisschen viel. Ach ja. Wir gehen nach Hause. So machen wir das jetzt. Ich gucke nur noch schnell ein bisschen. Wir gehen gleich nach Hause. Ich gucke nur noch ein bisschen. Also noch bleibt der Schnee liegen. Aber ich habe das Gefühl schon weniger als vorher, oder? Da wäre ein Esel. Aber den Esel kriege ich ja leider nicht in mein Ei rein. Das ist ja auch kein Happy Hippo. Vielleicht geht er nur in jedes siebte Ei rein. Nein, wir gehen jetzt nach Hause. Bevor ich noch mehr Quatsch erzähle. So. Also hier, da, der, da, der, da, der Engel. Also die Engelstatue. Die Statue ist ja kein Engel. Die ist noch da. Ja, chill, chill. Jetzt räumen wir ein bisschen auf. Das Essen kommt erstmal hier rein. Also ich habe. Vielleicht erinnert ihr euch, wie die Kisten hier vor aussahen. Ich habe die ganz brav aufgeräumt. Und der Rucksack, den ihr da eben gesehen habt, das ist der werdende Ersatzrucksack, den wir vielleicht nicht mehr brauchen, weil. Das kann ich euch zeigen. Moment. Transformation Powder. Moment. Ich habe da bestimmt was. Was ist das? Eisbomb? Das ist. Aha, das ist es auch nicht. Vielleicht hab ich das doch noch nicht. Charm of Keeping suche ich gerade. Ich glaube, da habe ich tatsächlich noch nicht. Was ist das hier? Charm of Keeping. Ta-ta-ta-ta. Und damit, das ist jetzt Level 1 und ich habe da gerade 12, also benutzen wir das doch einfach mal. Hier. 1, 2, 3. Das ist doch ein Tape-Roller, oder? So sieht das aus, als würde man dann alles an sich dran tapen. Finde ich sehr lustig. Also für mich sieht es so aus, vielleicht ist es was anderes. Aber solange es für mich so aussieht und ich das lustig finde, ist das ein Tape-Roller. Wenn ich da Level 3 habe, da brauche ich also nochmal ein Zweier. Genau, noch ein Zweier. Dann kann ich aus den vier Zweiern ein Dreier machen. Dann ist es wie Keep Inventory. Zwar nur einmal. Aber immerhin, was ist das eigentlich? Wozu ist das eigentlich da, das Moondial? Ich weiß es nicht. Ich weiß es aber nicht. Sei still, ich weiß nicht, was es ist. Die Sachen gehören weg, die gehören weg. Ich pack die Edelsteine jetzt mal oben rein und pack die Sachen raus. Und dann bringen wir das eben.
Eben weg. Irgendwas wollte ich doch mit denen machen. Ah ja, ich wollte Squidgy ein. Ah ja, ich wollte bei Squidgy eine Spinnwebe einbauen. Ich erinnere mich. Ich muss zuerst was wegräumen. Mein Inventar ist gerade ein bisschen voll. Hallo. Ist eigentlich mein Schneemann noch da? Mr. Schneemann? Ja. Und ist es jetzt Nacht? Kann ich mit euch reden? Nee. Der hätte jetzt so ein mittleres Fragment. Ah. Und ich habe halt gerade das untere und das obere und der hätte das mittlere. Jetzt fragen wir den hier auch noch. Der hätte noch mal ein unteres. Will ich das? Oh, ich habe hier schon eine kleine Sammlung. Lulu, ja, ich überlege noch. So. Hier war der Creeper-Kopf drin. Wo habe ich denn die ganzen Sachen? Habe ich die hier? Okay. Ja, doch, ja, okay. Dann holen wir uns das hier noch. Dann haben wir hier wieder einen ganzen. Und den hatte ich wo drin? Hier? Hier? Hatte ich den doch hier drin? Ah. So. Dann habe ich jetzt aber wirklich genug, weil ich habe hier ein Skelett rumliegen. Einen Stuff habe ich schon. Also ein Stuff habe ich schon. Zwei, drei, vier, fünf. Und mehr als fünf gibt es nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich... Leute, ihr seid laut. Die Frage ist... Was ist die Frage? Meine Güte, habe ich schon wieder Leerlauf hier in meinem Kopf drin. Wir könnten das hier so machen. Hey, nicht schubsen. Und dann machen wir das so. So. Und. Nee, das ist eine ganz schlechte Idee, Mister. Das ist eine richtig schlechte Idee, da oben rumzulaufen, wenn ich das jetzt anzünde. Die Ceramics müssen auch weg. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, weil ich so ein Hirnwürstel bin. Das nimmt mal kein gutes Ende, das kann ich euch sagen. Dann hätte ich hier noch diese Säulen. Wo dann Kerzen drauf könnten. Das Rumgestöhne hier. Ach, Leute. Also ich werde das nicht so lassen. Es muss ja farblich noch angepasst werden. Aber so für, ja, so für mal eben so zum nett ausschauen, kann man das machen? Doch, kann man machen. Nichtaufnahme, Terry darf das hier aufräumen. Ich habe gerade keinen Nerv mehr dafür. Und ich habe gesehen, ich überziehe auch schon wieder so viel zu. Ja, ich mache vielleicht nur eine halbe Stunde, um meine Stimme zu schonen. Nee. Aber tatsächlich habe ich gerade das Gefühl, dass das bisschen vorsichtige Reden mit euch geholfen hat. Denn mein Hals kratzt gerade nicht mehr so schlimm. Jetzt muss der halt nur noch zum Stream dann auch noch heile sein. Okay. Nichtaufnahme Terry darf fleißig hier aufräumen. Und ich hoffe, dass wir uns Donnerstagabend sehen und hören. Also ich sehe euch, ihr hört mich. Und bis dahin oder zum nächsten Video oder bis zum nächsten Mal einfach wünsche ich euch einen ganz wunderschönen Tag und schönen Abend. Bye bye.